Dissen, ein kleines Dorf, nur wenige Kilometer von Burg im Spreewald und nördlich von Cottbus gelegen, ist eigentlich ein ganz normales Dorf in der Niederlausitz. Erste Besiedlungsspuren findet man im Bereich Dissen bereits seit der Steinzeit. Die Stelle, wo sich heute das Dorf Dissen befindet, wählten westslawische Siedler aus dem Stamm der Lusitzer bereits im 7. Jahrhundert, um eine Siedlung zu gründen. Im Jahr 1449 wird der Ort erstmalig urkundlich erwähnt. Sein Name geht auf das altsorbische Wort Dech zurück, was so viel wie Dunst oder Nebel bedeutet. Heute leben hier 650 Einwohner, die entweder in der Stadt Cottbus oder in der näheren Umgebung ihrer täglichen Arbeit nachgehen. Es aber auch verstehen, zusammen zu feiern, so zum Beispiel, wenn sie ihre alten sorbisch-wendischen Bräuche pflegen. Dann gibt es hier noch, wie in jedem normalen Dorf, jede Menge Katzen, Hunde, Rinder, Schafe und Pferde. Und dann sind ja noch die Störche. 8 bis 12 Storchenpaare kommen regelmäßig jedes Jahr im März, April nach Dissen, um hier ihre Jungen großzuziehen. Storchenvater Jurisch kennt sich aus mit den Störchen, die schon seit Jahrhunderten hier nisten. Man hat mir diesen Namen gegeben in der Gemeinde, Storchenvater. Ich habe weder eine Urkunde, sonst da was. Eine Urkunde ist immer wieder verbunden mit etwas Geld. Aber daran hat man ja wahrscheinlich gespart und nun bin ich einfach der Storchenvater. Schon viele, viele Jahre. Der Grund für die Vorliebe von Meister Adebar, ausgerechnet in Dissen so viele Nester zu bauen, zeugt von einer reichhaltigen Futtergrundlage. Neben der Spree gibt es viele kleine Gräben und sumpfige Wiesen, wo sich Frösche so richtig wohlfühlen. Durch groß angelegte Renaturierungsmaßnahmen in der Spreeauenlandschaft wird diese von der Vattenfall Europe Mining and Generation AG seit dem Jahr 2006 wieder in einen naturnäheren Zustand gebracht. Es entstanden unter anderem 8 neue Teiche, die in ihrem Umfeld Lebensräume für mehr als 50 Tierarten sowie für eine Vielzahl von Pflanzengesellschaften bieten. Die Renaturierung der Spreeauenlandschaft hat in erster Linie für die, Teilzeitbewohner von Dissen, für die Störche, die von März, April bis August hier wohnen, eine große Bedeutung. Wir hoffen natürlich, dass sich das Nahrungsangebot dadurch für die Störche verbessert. Und die zweite große Bedeutung ist, Dissen entwickelt sich zu einem Ort für den Fremdenverkehr Tourismus, dass wir durch die Renaturierung, durch die Verschönerung der Landschaft noch mehr Touristen aus Burg, aus Cottbus, aus der Umgebung in unseren Ort locken. Auerochsen, Wasserbüffel und Tarpane weiden zur Pflege auf diesen Flächen und entwickeln sich zunehmend zum Anziehungspunkt für Touristen und Freizeitradler. Das höchste Gebäude im Dorf ist die 1772 nach einem großen Dorfbrand errichtete Fachwerkkirche. Diese zeigt in ihren wunderbaren Deckenbemalungen hunderte verschiedene Pflanzen und Tiere. Dass Dissen mitten im sorbisch-wendischen Siedlungsgebiet liegt, wird nicht nur durch das Tragen der Trachten zum Ausdruck gebracht. Auch die sorbische Sprache wird hier gepflegt. So schmücken die Empore Bilder aus der Lebensgeschichte Jesu mit Bibelversen in Deutsch und Sorbisch. Und auch der Pfarrer spricht zu gewissen Höhepunkten im Gemeindeleben bei der Predigt zu den Leuten in 2 Sprachen. Da ist es im 12. Kapitel, im 12. Vers: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Vyasesho sevenashigi, uschos chertne vetushnos chi, obstaune vemodlini. Dem wendisch-sorbischen Pfarrer und Philologen Gotthold Schweler, welcher 1912 in Hoyerswerda die Domowina als Bund sorbischer Vereine mitbegründete, ist gegenüber der Kirche ein Denkmal gewidmet. War er doch selbst von 1913 bis 1942 wendischer Pfarrer in Dissen. Musik.
Gleich neben der Kirche befindet sich das Heimatmuseum. Es ist in einem alten Schulgebäude untergebracht und schon an der Eingangstür wird man auf das eingestimmt, was den Besucher in den verschiedenen Ausstellungen des Museums erwartet. Hier steht Vitek nam lubegosht, stupaj nut daimiruku abchinas luku. Und das heißt, willkommen lieber Gast, tritt ein, gib mir die Hand und bring Glück herein. Und wir haben diesen Spruch übernommen, der hing nämlich ursprünglich an den Burger Gaststätten. Und da hat jeder Gast, der reinkam und Bier und Branntwein verkonsumiert hat, dem Gast wird immer Glück gebracht. Und wir denken, dass dieser Spruch uns natürlich auch im Museum Glück bringt. Die Ausstellung zeichnet Bilder vom Leben auf dem Bauernhof, der harten Arbeit auf dem Feld, aber auch von Festen, Feiern und den vielen lebendigen Bräuchen. Besonderer Anziehungspunkt sind die 20 gezeigten Varianten der niedersorbischen Tracht. Spinnstubengeschichten sowie die Sagen- und Märchenfiguren des Spreewaldes geben Einblicke in die Mystik der Lausitz. Dissen hat auch eine freiwillige Feuerwehr, 8 Frauen und 27 Männer. Seit 2007 im festen Griff einer Frauenhand. Durch Wehrführerin Katja Hoffmann ist die Truppe immer einsatzbereit und auch bei allen großen Anlässen zur Stelle. Und mit einer Frau in der Führungsposition haben auch die Männer kein Problem. Das klappt ganz gut. Ich hätte anfangs auch Schwierigkeiten erwartet, aber die Spuren. Keiner Feuerwehr bedarf es, wenn zu besonderen Anlässen der Backofen des Dorfes angeheizt wird. In dem rekonstruierten Backsteinofen werden dann leckere Kuchen gebacken. Dick mit Butter bestrichen. Na, und der Teig muss auch locker sein. Und mit Zucker bestreut wird der noch ofenwarme Zuckerkuchen natürlich auch gleich probiert. Schmeckt gut. Schön locker. Sport wird auch in dem kleinen Dorf Dissen großgeschrieben. Der SV Grün-Weiß Dissen trainiert regelmäßig mit zahlreichen Vereinen auf dem Sportplatz. Da sind die Spieler der ersten Kreisklasse, die das Toreschießen üben. Da messen sich die Senioren beim Punktspiel mit dem SV Fortuna Skado. Und die Junioren machen es den Großen vor und versenken den Ball zielsicher im Netz. Dann sind da noch die Billardspieler und die Volleyballfrauen, die voller Energie den Ball über das Netz schmettern. Sport ist in so einem ganz normalen Dorf wie Dissen also wirklich kein Thema. Kein Thema ist auch die Betreuung der kleinsten Dissner. Ist doch Dissen 2007 als kinder- und familienfreundliche Gemeinde ausgezeichnet worden. Neben dem kommunalen Kindergarten in Striesow werden in der privaten Kindertagesstätte Wichtelland täglich bis zu 37 Kinder bis 6 Jahre versorgt. Die Kita entwickelte sich aus einer Tagespflege mit 5 Kindern und befindet sich auf einem ehemaligen Bauernhof. Und um die Geburtenentwicklung braucht man sich in Dissen keine Sorgen machen. Also Dissen ist ja ein Storchendorf. Das merkt man natürlich auch bei der Kinderentwicklung. Also es ist ein stetiger Zuwachs zu verzeichnen. Und unsere voll ausgelastete Kita zeigt, dass wir viel tun für die Kinder und dass die Eltern das schätzen und sich dann doch auch entscheiden, dass mehr Kinder geboren werden. Was wäre ein Dorf in der Lausitz ohne zünftige Feste? Die Dissner Jugendlichen kümmern sich wie in jedem normalen wendischen Dorf aktiv um die Pflege und den Erhalt der wendischen Bräuche und Traditionen. Und doch, es gibt kaum ein anderes Dorf, in dem eine so große Beteiligung von Jugendlichen zu verzeichnen ist. Schon zum Ende des Winters treffen sich die Mädchen und Frauen in ihren Niederlausitzer Festtagstrachten am Gasthaus Wendischer Hof, um auf die Männer zu warten und dann beim traditionellen Zappostumzug gemeinsam durchs Dorf zu marschieren und mit Musik und Tanz den Winter zu vertreiben. Wenn dann der Sommer sich dem Ende nähert und die Felder abgeerntet sind, dann ist die Zeit des Kokot gekommen. Das Hahnrupfen ist der am weitesten verbreitete Erntebrauch in der Lausitz. Wieder glänzen die Mädchen in ihren Trachten. Die Männer kommen hoch zu Ross, um dem Hahn den Kopf abzureißen und so die Erntekönige zu ermitteln.
Zu solchen Anlässen ist nicht nur ganz Dessen auf den Beinen. Auch viele Besucher aus den umliegenden Gemeinden und der Stadt Cottbus kommen, um sich diesen alten Erntebrauch anzuschauen. Mittendrin Bürgermeister Fred Kaiser, der seit 1993 das Amt innehat und für die Gemeinde Dessen-Striesow die Zügel in der Hand hält. Noch vieles gäbe es über das kleine, ganz normale Dorf Dessen zu berichten, das in seinen vielen Besonderheiten aber doch so einzigartig ist. Allgemein ist schon Dessen in Ordnung. Auch der Bürgermeister, der kümmert sich ja auch, das muss ich noch dazu sagen. Der trägt da auch viel dazu bei, um was aus Dessen zu machen. Also das Schöne an Dessen ist, dass alle Entscheidungen zum Wohle der Familien und der Kinder gefällt werden. Und es freut mich ganz besonders, dass ich mit meiner Kita dazu beitragen kann, dass so ein schönes familiärer Zusammenhalt in Dessen besteht. An Dessen gefällt mir, dass wir ein wunderschönes Dorf haben mit ganz vielen gut gehenden Vereinen. Sehr viele aktive Menschen, die auch ehrenamtlich viel machen und dabei sind. Und es macht einfach immer Spaß, irgendwelche Veranstaltungen zu organisieren, weil man weiß, man hat die richtigen Leute dabei. Also mir gefällt am meisten, dass von den Jugendlichen angefangen, eigentlich vom Kindergarten, von den Kindern angefangen, das Brauchtum, das sorbisch-wendische Brauchtum, die Tradition unserer Vorfahren mit großer Hingabe und liebenswert gepflegt werden. Ob das der Sappus, die Fasnacht ist oder das Hahnrupfen, alle sind mit Freude dabei und pflegen diese alten Bräuche. Ich sage mal auch allgemein, der letzte Satz würde so lauten von mir, Dessen kann sich sehen lassen. Zwei haben ihre Wahl getroffen, so wie es aussieht. Der dritte sucht doch.